Hallo Leute und herzlich willkommen zu einem neuen Freitagsvlog. Boah, das Wetter draußen ist ja mal mega schön heute. Ich habe aus dem Fenster geguckt, habe den Sonnenaufgang und den blauen Himmel gesehen und dachte mir, ja, endlich schönes Wetter. Ich habe richtig Lust, irgendwas zu machen. Mir schwebt heute vor, ein Video in diesem Video zu drehen. Ich weiß nicht, ich bin so richtig motiviert. Ich habe richtig Bock, dieses Video zu drehen. Und um ehrlich zu sein, bin ich auch davor in dieser Woche noch gar nicht dazu gekommen. Ich war viel auf Arbeit gewesen diese Woche. Wir hatten die Theater AG unterstützt. Die haben nämlich bald einen Auftritt und durch Corona kann man natürlich nicht den Saal voll besetzen. Deswegen haben wir uns überlegt, so einen Livestream zu machen und mit verschiedenen Kameraperspektiven und dem ganzen Drum und Dran. Deswegen müssen wir da jetzt sehr viel Technik aufbauen und ja natürlich auch noch das Probieren und Einstudieren und naja, so dieses ganze Drumherum halt. Dadurch war ich diese Woche auch schon 20 Stunden arbeiten, obwohl ich eigentlich nur 10 müsste und habe jetzt so gesehen einen kleinen Puffer. Aber den brauche ich ja auch, denn nächste Woche ist es endlich soweit. Nächste Woche geht es endlich in den wohlverdienten Urlaub und ich freue mich so. Ich war jetzt seit über 2 Jahren nicht mehr gewesen und es wird auch der allererste Urlaub sein, den ich mit Wally haben werde. Wally wird zum ersten Mal das Meer sehen und ich bin so gespannt darauf, wie er reagieren wird. Wally hat ja eigentlich Angst vor Wasser und so eine geballte Ladung an Wasser zu sehen, das wird sicherlich spannend. Und ich freue mich auch, dass wir dann endlich mal ein paar Freitagsvlogs am Meer drehen können. Das haben wir auch noch nie gemacht und ach ja, das wird sicherlich schön werden. Aber jetzt würde ich vorschlagen, setzen wir uns erstmal hin und skripten und planen das andere Video, damit wir auch wissen, was für Videosequenzen drehen müssen. Wir sind nämlich heute ein bisschen unter Zeitdruck. Den Nachmittag haben wir keine Zeit mehr dafür, denn da bekommen wir einen ganz besonderen Gast. Und ich freue mich schon sehr auf ihn. Und ihr solltet unbedingt heute das gesamte Video schauen, denn heute gibt es noch so viel mehr Überraschung für euch. Also unbedingt dranbleiben. I was lost in a city dream and I was at home again beside the stream. Then you walked past me and you saw me and smiled. The first time when I saw you, I thought I lost my mind. Blue and faded was blown away and left behind. I hope you'll always be around, even if I fail. You a summer breeze that I must inhale. Is it possible for us to feel this way forever? Loving you has never felt more right. So, die Szenen sind jetzt im Kasten. Ich hatte eigentlich noch Lust gehabt, weiterzumachen. Allerdings komme ich alleine nicht mehr voran, dadurch, dass ich keine Bohrmaschine habe, aber jetzt im nächsten Videoschritt sozusagen die Regale angebohrt werden sollen, muss ich mich noch ein bisschen gedulden. Morgen kommt dann mein Chef wieder her und baut mir die ran. Das heißt, morgen kann ich das Video dann fortsetzen. Und um ehrlich zu sein, es war mega schwierig, zum einen diesen Freitagsvlog im Gedächtnis zu behalten, also das Handy oder die Kamera so aufzustellen, damit man das andere sehen konnte und gleichzeitig sich in die Lage zu versetzen, dass man ja eigentlich auch noch ein anderes Video dreht. Also ich war ein bisschen überfordert damit. Ich glaube, das mache ich nicht nochmal. Aber vielleicht hat euch der kleine Einblick ja auch schon gereicht, sodass ihr einfach mal wisst, wie das so in etwa aussehen könnte, wenn ich sage, dass ich ein Video drehe. Ja, und jetzt ist es an der Zeit, Mittag zu essen. Ich hatte nicht wirklich Lust gehabt zu kochen, deswegen habe ich mir so ein Paprika-Sahne-Hähnchen gemacht und war vom Inhalt total enttäuscht gewesen. Da ist ja so gut wie nichts drin. Also habe ich noch ein bisschen Kürbis dazu gekippt und habe das alles mit Kräuter verfeinert. Und ich hoffe, jetzt schmeckt es besser. Sieht auf jeden Fall schon mal besser aus als vorhin. Naja, und
Nach dem Essen werde ich, glaube ich, mal ein bisschen ruhiger machen. Ich habe in letzter Zeit wieder angefangen, Witcher zu zocken und es macht mir gerade ziemlich viel Spaß. Und ich muss ja immer noch lernen, mir Zeit für mich selber zu gönnen. Also nicht die ganze Zeit irgendwas zu machen und im Außen zu sein, weil ich mir denke, das wird von mir erwartet. Sondern dass ich auch einfach mal sage, klar ist heute ein Freitagsvlog und die Leute erwarten, dass du irgendwas machst. Aber wenn du Bock hast, dich einfach mal hinzusetzen und eine Stunde zu zocken, dann setz dich hin und zock eine Runde. Und genau das werde ich jetzt machen. Woke up lonely and for you. There is nothing in this world I wouldn't do. I would walk a thousand miles. Wow, das war gerade mein Perfektionismus, wie er leibt und lebt. Und wie ich darunter leide natürlich. Oh, ich bin richtig frustriert mit dem Bild. Ich habe mir schon den Zeitraffer, den ich für euch vorbereitet hatte, mal angeguckt. Da sieht es natürlich so einfach aus, ne? Dass ich da 3 Stunden an dem Bild gehangen habe, das sieht man nicht im Video. Das sieht ja so aus, als würde ich zeichnen und zeichnen und zeichnen, bla bla bla, alles funktioniert, alles sieht gut aus. Aber das Bild hat mich so zur Verzweiflung getrieben. Ich habe mir vorher das Tutorial angeguckt, wie man das eigentlich machen müsste, habe es dann versucht so umzusetzen und an diesem komischen Wald mit diesen Bäumen bin ich einfach gescheitert. Dann habe ich hier und da ein bisschen rumprobiert, wie man es denn machen könnte. Und dann dachte ich mir so, nein, das ist ein richtiger Schandfleck auf dem Bild. Alles sieht gut aus. Du musst versuchen, den Normalzustand wiederherzustellen. Naja, ich hatte mir auch eigentlich Farbe gekauft, die im Dunkeln leuchtet. Deswegen habe ich noch dieses Never Give Up hingeschrieben, um mich daran zu erinnern, dass man, auch wenn es schlecht aussieht, kriegt man es vielleicht hin, das Bild oder irgendetwas anderes noch zu retten oder zumindest das Schlimmste abzuwenden. Naja, die Farbe ist nicht wirklich leuchtend im Dunkeln. Also ich hatte das ja eigentlich mal ausprobiert gehabt im Laden. Da sah die Farbe ganz gut aus, wenn man so geguckt hat. Aber wahrscheinlich ist das einfach zu wenig. Man müsste da einen richtigen Batzen drauf machen, damit es funktioniert. Das ist halt, wo habe ich die gekauft? Ich glaube McGuides oder so. Und was will man für eine Leuchtefarbe für 1 Euro schon erwarten, ne? Also es hätte mir eigentlich im Vorfeld vielleicht klar sein müssen. Aber egal. Ich habe jetzt die letzten 3 Stunden, wie gesagt, an diesem Bild gesessen. Jetzt habe ich ordentlich Hunger. Ich bin ein bisschen genervt, aber ich glaube, dadurch, dass ich Entspannungsmusik nebenbei gehört habe beim Malen, bin ich entspannter, als ich es eigentlich sein müsste. Naja, ich esse jetzt erstmal und dann bekommt der kleine Wally Besuch. Ja, Wally, du bekommst heute noch Besuch. Und dann gehen wir gemeinsam spazieren und ich bin sehr, sehr gespannt auf den letzten Teil dieses Videos. Just sit beside me.
I got the curtains up. I guess it would be nice if you could interrupt. It's a day like this. Leute, wie ihr wahrscheinlich schon gemerkt habt, ist bereits der nächste Tag und ich bin gestern nicht mehr wirklich nach unserem Besuch dazu gekommen, mit euch darüber zu reden und euch überhaupt erstmal aufzuklären, deswegen werde ich das jetzt nachholen. Wie ihr sehen könnt, auf meinem Schoß sitzt nicht der Wally, sondern ein anderer kleiner Mittelspitz und zwar dieser süße Fratz hier. Das ist Fido und Fido wird das Wochenende bei mir und Wally sozusagen zu Gast sein. Mit der Option, dass er länger hier bleibt. Also Fido ist aus dem Tierschutz und aktuell hat seine eigentliche Familie Probleme, ihn sozusagen zu versorgen und ihm gerecht zu werden. Das ist alles sehr schwierig, das ist auch privat, deswegen werde ich da nicht weiter drauf eingehen. Jedenfalls sind sie dann auf mich zugekommen und haben gefragt, ob ich mir vielleicht vorstellen könnte, Fido bis zu einem halben Jahr zu betreuen. Und ich habe noch nicht sofort Ja gesagt, das habe ich mir so ein bisschen offen gehalten, weil ich erstmal schauen muss, wie es mit Wally läuft. Jedenfalls ist jetzt Fido erstmal hier und leider läuft es auch nicht so gut, wie ich es mir vielleicht am Anfang vorgestellt habe. Es ist nun mal doch ein Unterschied, ob man zwei Hunde bei sich zu Hause hat oder ein Hund, vor allem wenn es zwei Spitze sind, die auch sehr menschenbezogen sind und unbedingt ihrem Herrchen oder ihrem Frauchen gefallen wollen. Und Fido ist da nicht anders als Wally. Natürlich ist er jetzt auch gerade irgendwie traurig, dass er nicht bei seiner Familie sein kann, sondern hier ist. Er versteht das alles noch nicht. Es ist alles neu für ihn. Aber Fido hat so ein paar Eigenheiten, die sich nicht gut mit Wally kompatiblen vereinbaren lassen. Meine Güte. Es ist jetzt natürlich alles noch relativ frisch und neu, deswegen möchte ich noch kein endgültiges Urteil fällen, aber aktuell denke ich mir, dass es vielleicht mit Fido nichts werden wird, einfach weil er und Wally nicht so gut miteinander klarkommen. Also Wally ist ja eh so ein kleiner Einzelprinz, der auch sonst keine anderen Hunde beim Gassi gehen mag und auch jetzt hier ist er eher zurückhaltend bis beleidigt, sage ich mal. Er möchte Fido auch nicht in seiner Nähe haben, was ich auch nachvollziehen kann, weil Fido, obwohl beide kastriert sind, neigt er dazu, Wally zu überspringen, sobald Wally mal ungünstig steht, sage ich mal. Es ist halt schwierig. Und natürlich buhlen beide jetzt um meine Aufmerksamkeit. Also der eine rechts, der andere links. Und ich sitze dann da und denke mir so, ihr seid feine Hunde. Ja, ihr seid ganz brav. Das ist halt irgendwie sehr, sehr schwierig. So an sich ist er schon ein süßer Fratz, aber er ist halt auch sehr laut, ne? Also er bellt sämtliche andere Hunde an, er bellt Autos an, er bellt Menschen an, irgendwie bellt er gefühlt alles an. Und das Problem ist aber, Wally macht das auch manchmal. Beispielsweise, wenn es klingelt, dann bellt er auch kurz, aber dann sagt man ruhig oder pst und dann ist er leise. Bei Fido ist das nicht so. Fido kläfft sich richtig in Rage und das Problem ist, dass Wally dann mitmacht. Ich weiß nicht, ob das so ein, ey, sei endlich leise oder so ein, oh mein Gott, ich höre es auch. So, ich weiß es nicht. Es ist halt irgendwie gerade sehr, sehr schwierig. Wie gesagt, ich werde jetzt erstmal die nächsten Tage gucken, wie es mit denen läuft. Also so an sich ist ja Fido schon so ein kleiner, süßer Teddybär, ne? Jetzt wisst ihr, was es damit auf sich hat. Und ich würde sagen, wir beenden den Freitagsvlog für diese Woche. Schaltet gern auch nächste Woche ein, dann sind wir endlich im Urlaub.
Ach, darauf freue ich mich auch schon mega doll. Ich würde mich freuen, wenn ihr auch einschalten würdet. Und ansonsten bis dahin oder bis zum nächsten Mal. Bye, bye.